lasst mich kurz erzählen, ich hatte einen schrecklichen Morgen. Kennt ihr das? Ihr steht auf und ihr wisst, euer Tag ist schon am Arsch. Ich hatte heute drei verdammte Schockmomente. Als allererstes stehe ich auf. Es ist 12 Uhr. Und als ob das noch nicht schlimm genug ist, möchte ich natürlich ins Badezimmer mir die Zähne putzen. Ich sehe den Spiegel und ich bin schwarz. Und dann gehe ich schon wütend an den PC und merke, das Spiel, was ich spielen will, kostet 2 Euro. Ich meine, wir haben jetzt 13.01 Uhr und ich nehme jetzt erst das verdammte Video auf. Aber es hilft nichts weiter. Was getan werden muss, muss getan werden. Kurze Notiz an mich, zieh den Greenscreen erst hoch, wenn ich davor stehe. Wir spielen heute Whack the Party. Und ich will ganz kurz anmerken, ich habe das Spiel bei Danny gesehen. Ihr wisst alle, was das heißt. Danny, du schuldest mir verdammt nochmal 2 Euro. Du denkst, ich mach Spaß, oder? Du glaubst, du kannst mit mir spielen? Gib mir meine 2 Euro! Kannst du gerne auf PayPal überweisen? Ich erwarte einen Zahlungseingang. Auf jeden Fall geht es hier um eine Weihnachtsparty, wie der Titel es schon vielleicht verrät. Und wir haben einen Schokoladenkuchen, den wir auf die Gäste werfen müssen, um die Mission auf der rechten Seite zu erledigen. Was eine Erklärung! Dafür muss ich mir selbst mal kurz auf die Schulter klopfen. Und Leute, falls ihr bis hier geguckt habt, vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren, eine Bewertung zu hinterlassen. Ich hatte einen verdammt schlechten Morgen, okay? Ihr müsst mich doch aufheitern. Die Familie feiert hier drinnen einfach ihr Weihnachtsfest und es gibt ein ungeliebtes Kind, was vorm Fenster tanzt und nicht reinkommt. Erstens, füttere einen Gast mit Fruchtkuchen. Okay, wie genau funktioniert das? Ich habe das Spiel vorher nicht getestet. Sie sieht verdammt... Oh Gott, ich glaube, das Spiel wird verdammt nochmal asozial. 1100 Punkte haben wir bekommen und ich glaube, wir haben die erste Mission jetzt erfüllt, oder? Ja, es hat funktioniert. Okay, dann weiß ich jetzt, worauf das Spiel hinaus möchte. Zweitens, setze den Fruchtkuchen on fire. Das heißt wahrscheinlich, wir sollen ihn einfach in den Kamin reinwerfen, oder? Brennt der? Ich kann das gerade nicht erkennen. Ich habe nur 100 Punkte bekommen. Ja, es hat funktioniert. Das Spiel ist anscheinend nicht so schwer, wie ich dachte. Wir kommen relativ gut durch. Drittens, hau den Stern vom Weihnachtsbaum. Wahnsinn, es geht komplett darum, die verdammte Weihnachten von den Leuten hier kaputt zu machen. Das ist eigentlich so mies asozial. Was zur Hölle? Ich habe keinen Plan, wohin wir fliegen. Anscheinend sind wir auf der Party nicht willkommen. Wir haben über 5000 Punkte gemacht, aber wir landen nicht. Ich habe keinen Plan, welcher schwarze Speerkämpfer uns gerade geworfen hat. Aber alter Schwede, wir sind verdammt weit geflogen. 5100 Punkte. Und wir haben 4 Missionen erfüllt. 5 Missionen. 7 Missionen. 8 Missionen. Wir haben 8 Missionen in einer Runde. Oh mein Gott, das ist verdammt krank. Wir sind extrem gut in dem Spiel. Obwohl ich zugeben muss, das war Glück. 4. Mission. Schlage ein Familienfoto runter. Okay, was davon ist ein Familienfoto? Da ist nur eine Person drauf. Hier ist auch nur eine Person drauf. Oh, ich wünsche alles Gute zur Hochzeit. Wenn wir Glück haben, haben wir jetzt auch mehr als eine Mission erfüllt. Aber nein. 5. Mission. Wünsche Santa Claus eine fröhliche Weihnachten. Hä? Santa Claus eine fröhliche Weihnachten wünschen. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Oh, warte mal. Das ist kein ungewolltes Kind, was da draußen tanzt. Das ist Santa Claus. Anscheinend müssen wir ihn einfach treffen. Wir haben es sogar geschafft. Die Mission ist erfüllt. Anscheinend sollten wir ihn gar nicht treffen. Wir sollten nur durch das Fenster werfen. 7. Mission. Mache 6 Partygäste sauer. 6 Stück auf einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig kann. Wie zur Hölle machen wir jetzt 6 Leute auf einmal
sauer. Wir könnten deren Essen ruinieren, das haben wir schon. Wir könnten den Baum kaputt machen, das haben wir auch schon. Der Fernseher steht sowieso schon schief. Wir haben sogar eine Schwarze, die eingeladen ist. Wir haben eine Mission, wo wir den Adventskalender kaputt machen müssen. Das machen wir als erstes, weil ich habe keinen Plan, wie wir 6 Leute auf einmal sauer machen können. Das waren 2600 Punkte. Das ist viel zu wenig. Und wir haben nicht mal eine Mission geschafft. Mission 8. Finde die Schneekugel. Die steht da hinten im Schrank. Ich habe sie schon gefunden. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Das Problem ist, habe ich die getroffen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was zur Hölle? Santa Claus hat sogar seine Rentiere dabei. Wir haben über 10.000 Punkte gerade bekommen. Das ist der verdammte Wahnsinn, aber wir haben nicht eine einzige Mission erfüllt. Das kann nicht dein Ernst sein. Oh Gott, wir müssen doch irgendwie die Schneekugel hier hinten treffen. Aber die Person davor nervt mich. Wir haben 2 Runden in Folge verkackt, Mann. Komm schon, Snidely, du bekommst das hin. Mach das einfach mit Konzentration und probier nicht, den Typen davor zu treffen. Wieso zur Hölle steht er genau da rum? Es ist so verdammt nervig. Du musst doch akzeptieren, dass ein verdammter Kuchen und kein Bumerang. Ich treffe die Schneekugel einfach nicht. Aber wir haben diese Dame getroffen. Der Fernseher ist auch kaputt gegangen. Ich habe keinen Plan wie. Und das Hochzeitsbild sogar auch noch dazu. Wir sind wirklich die asozialsten Partygäste der Welt. 6.900 Punkte und wir haben sogar eine Mission erfüllt, von der ich gar nichts wusste. Mission 10, verbrenne ein Partygast. Wir könnten den Typen eigentlich verbrennen, indem wir ihn einfach irgendwie ins Feuer reinwerfen. Aber er bleibt einfach stehen. Ich habe keinen Plan, wie das funktionieren soll. Ich weiß nur, wir machen die ganze Zeit extrem viele Punkte. Oh Gott, wir haben fast 10... Wir haben über 10.000. Warte mal, wir haben 2 Missionen erfüllt. 3 Missionen erfüllt. 4 Missionen erfüllt. Oh mein Gott. Und darunter war sogar die Mission, mache 6 Partygäste sauer. Ey, das ist so ein wies glücklicher Zufall, weil ich wusste nicht, wie ich das machen soll. Setze einen Gast in Brand und setze ein Buch in Brand. Das sind ja eigentlich 2 Missionen, die man machen kann. Aber wie zur Hölle? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Welches Buch kann ich hier in Brand setzen? Gibt es hier vielleicht noch irgendwo anders eine Feuerquelle? Nein, das Lagerfeuer ist die einzige Feuerquelle. Das heißt, wir müssen irgendwas hier machen. Wir müssen möglichst viel Chaos hier anrichten. Komm schon, bitte lass es funktionieren. Die Socken fangen an zu brennen, aber das war's dann auch schon. Oh mein Gott, diese verdammte Mission. Sie macht meinen Kopf kaputt. Erklär mir, wie zur Hölle soll ich einen Partygast anbrennen? Mission 13 erfüllt. Mission 26 erfüllt. 35 erfüllt, 37 erfüllt. Ich weiß zwar nicht wie, aber die Mission, die ich wirklich machen möchte, ist, diesen Partygast verbrennen zu lassen. Ich werf den Kuchen jetzt einfach mal da rein. Jetzt brennt er und theoretisch... Komm schon, bitte sag mir, er hat angefangen zu brennen. Was zur Hölle passiert hier gerade? 18.000 Punkte! Ich habe keinen Plan, was hier gerade passiert. Das Ding ist, ich kann die Kamera leider nicht drehen. Aber wir haben 22.000 Punkte. Sowas werde ich nie wieder übertoppen. 23.000 Punkte. Jetzt geht's hier aber los. 5 Sterne. 1 Mission erfüllt. 2 Missionen erfüllt. 3 Missionen erfüllt. Das war's schon? Und das Lustige ist, wir haben es immer noch nicht geschafft, eine Person zum Brennen zu bringen. Oh mein Gott. Aber ich würde sagen, wir haben genau die Hälfte der Missionen erfüllt. Ich denke mal, ich beende jetzt hier erstmal die Folge, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Wir können noch eine Folge davon machen. Dann Hashtag mehr in die Kommentare. Like und Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.